Grazie. Onorevole Harms, un minuto per a nome dei Verdi. Prego. Frau Mogherini, dass Sie Herrn Gahler und die Delegation zur Ukraine gelobt haben. Ich glaube, dass dieser Bericht tatsächlich sehr ausgewogen, kritisch und solidarisch alle Fortschritte, alle Probleme, aber auch alle Blockaden in der Ukraine anspricht. Ich möchte noch hinzufügen, sehr ausdrücklich, dass ich glaube, dass in der Ukraine die direkte Beeinflussung der Politik durch einige wenige Oligarchen als großes Problem auch immer noch dafür steht, dass wir in manchen Bereichen nicht vorankommen. Ich möchte aber nach dem Kollegen Scholz auch sagen, eine Freundin hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, nach kritischen Debatten über Verhängung des Kriegsrechts, wenn Putin seine Truppen zurückzieht aus der Ukraine, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigt, dann gibt es die Ukraine, so wie sie heute organisiert ist, bestimmt nicht mehr lange. Und das anzuerkennen, das tun wir, indem wir versuchen, zu politischen Lösungen beizutragen. Nach der Eskalation in der Asowschen See möchte ich noch mal vorschlagen, dass dringend das OSZE-Beobachtungsmandat ausgedehnt werden muss auf das Asowsche Meer, dass wir, wenn die Kerch Strait und die Schifffahrtswege nicht freigemacht werden für ukrainischen Schiffsverkehr, dass wir dann europäische Häfen für russische Schiffe sperren sollten. Und ich glaube, dass wir auch personalisierte Sanktionen diskutieren sollten für diejenigen, die in Russland für die illegale Verhaftung und vor Gerichtsstellung von ukrainischen Marine- und Seeleuten verantwortlich sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie, onorevole Nathan Gill. Prego, 2 minuti per il gruppo IFDD. Prego. Präsident.